Ja, hallo. So, genug gezeigt. Mehr Roboter gibt es heute nicht. Hallo, ich bin Matthias. Ich bin hauptberuflich Softwareentwickler und in meiner Freizeit beschäftige ich mich aber viel mit Robotik und AI. Und ich würde euch gerne heute was über künstliche Evolution und Laufen erzählen, nämlich Laufen bei Robotern und wie man mit Hilfe von künstlicher Evolution den Robotern das Laufen etwas näher bringen kann. Das ist der Roboter. Ihr habt ihn quasi gerade schon mal so, wer den Anfang des Vortrags nicht verpasst hat, so ein bisschen laufen sehen. Und hier in diesem Bild sieht man sogar ihn rennen, also in dieser statischen Aufnahme. Wenn man genau hinguckt, sieht man, dass alle vier Beine vom Boden abgehoben hat, was so in der Robotikszene so ein kleiner, sehr, also wenn man das bei einem echten Roboter schafft, dann ist das schon ein richtiger Ritterschlag, ja? Wenn er eine Rennphase macht, wo wirklich mit Sprung drin integriert ist, ja. Also es schaffen so Firmen wie Boston Dynamics oder da sind andere noch weit hinterher. Ja, und naja, von so Bastlern wie uns abgesehen, da müssen wir noch ein bisschen nachlegen. Ja. So, der Roboter, um den es hier heute geht, das ist quasi einfacher Vierbeiner. Wie ihr seht, hat er keinen Kopf, aus dem einfachen Grund, er braucht ihn nicht fürs Laufen. Deswegen habe ich ihn erstmal weggelassen, kann man später noch dran machen, wenn man vielleicht irgendwie Bilderkennung oder sowas macht. Aber jedenfalls, der Roboter hat hier 12 Motoren. Ihr seht an den gelben Linien eingezeichnet die Gelenkachsen und er hat quasi pro Bein drei Gelenke. Das ist jetzt nicht sonderlich viel, ne? Also irgendwie, was weiß ich, ein Hund oder so hätte wesentlich mehr Freiheitsgrade durch seine Gelenke und Muskeln. Aber wenn man das mit Motoren nachbauen will, sind 12 Motoren schon eigentlich schon eine ganze Menge für einen Anfang. Da hat man schon ausreichend viel zu tun. Er hat auch keine Füße, sondern läuft, wenn man so will, auf den Stumpfen. Ne? Und das sind alles in diesem Modell, wenn man so will, starre Körper. Also da sind jetzt auch keine Elastizitäten oder sowas eingebaut. Und als Sensoren hat der Roboter kann er seine Gelenkwinkel detektieren und dementsprechend auch die Gelenkwinkelgeschwindigkeiten, weil das kann man quasi aus dem Winkel direkt ableiten. Und zusätzlich hat er noch Beschleunigungswerte. Und zwar sind die in diesem orange markierten Kapselkörper in der Mitte quasi in den Hauptachsen eingebracht. Ja. Und kann man sich vorstellen, okay, Beschleunigungswerte kennt ihr vielleicht von eurem Telefon, man kann dann so ein bisschen wie so ein Lagesensor, ne, wie eine Wasserwaage damit machen. Also der Roboter kriegt, ich sag mal, eine minimale Information darüber, wie seine Lage, wie die relative Lage des Körpers zur Schwerkraft gerade ist. Ja. Man kann zum Beispiel damit detektieren, ob er umgefallen ist oder sowas. So, wie steuert man jetzt einen Roboter? Ja, na, Mario kennt ihr alle, ist relativ einfach, ne? Zwei Knöpfe, Steuerkreuz und dann könnt ihr den in der kompletten Welt über hin und her bewegen, hängt natürlich von euren Fähigkeiten ab. Wenn man jetzt 12 Gelenke hat, sieht es schon ein bisschen anders aus. Da ist man als Mensch dann schon überfordert und weiß nicht so richtig, wie in welcher Kombination man welchen Knopf jetzt drücken muss. Und auch mit viel Üben und wenn man, was weiß ich, Street Fighter 2 Turbo bis zum Anschlag gespielt hat, kriegt man es vielleicht hin. Ja, aber da ist quasi, das lassen wir, überlassen wir lieber der Maschine, ja, das selber rauszufinden, so der Ansatz, so die Idee. Dazu brauchen wir einen Controller. Jetzt Achtung, das ist die einzige Folie mit Formeln. Also wenn ihr eine Formel sehen wollt, dann müsst ihr jetzt hier hingucken. Auf der linken Seite für die Leute, die sich schon mit Vektorrechnung und Matrizen so ein bisschen auskennen. Auf der rechten Seite, wenn man so will, eine qualitative Darstellung des Ganzen. Und das ist ein neuronales Netz. Und zwar jetzt nicht so ein fancy Deep Learning-Netz mit 150 Schichten, sondern das ist eher Shallow Learning, also quasi keine Hidden Schicht. Das ist das einfachste Netz, was man sich vorstellen kann. Und zwar macht dieses Netz Folgendes: es mappt die Sensor-Inputs auf die Motorwerte. Ja, also alles, was der Roboter an seinen Sensoren sieht, ja, das wird quasi in irgendeiner lustigen Art und Weise auf die Motoren gerechnet. Und zwar ist an jedem dieser Pfeile, ich weiß nicht, sieht man diesen Mauszeiger, ja? An jedem dieser Pfeile steht quasi eine Zahl dran, mit der dieser Wert hier, zum Beispiel dieser S1, das könnte jetzt irgendein Winkel sein, zum Beispiel von der Hüfte oder so, der wird mit einem Wert multipliziert und auf irgendeinen dieser Motoren gegeben. Das könnte zum Beispiel, keine Ahnung, das linke Knie sein oder so. Ja? Und jetzt ist die Frage, dieses W, also diese Gewichtsmatrix, all diese Gewichte, die hier dran stehen, das sind eine ganze Menge. Jetzt hier in der Grafik habe ich nur ein paar eingezeichnet, weil sonst würde die Grafik völlig überladen sein. Aber ihr seht, hier sind so kleine Punkte zwischen 1 und 1. Ne? Also das können sehr viele Sensoren sein und auch sehr viele Motorwerte, die ich hier quasi ihm noch aus dem letzten Zeitschritt zurückgebe. Und diese ganzen Werte zu bestimmen,
ist für einen Menschen ziemlich schwierig. Ja? Also wenn man sich das jetzt mal nur bei diesem Roboter, den ich jetzt angezeigt habe, mit seinen mickrigen 12 Gelenken anguckt, dann haben wir 12 Winkelsensoren, 12 Winkelgeschwindigkeitssensoren, 3 Beschleunigungssensoren, die 12 Motorwerte aus dem letzten Zeitschritt und vielleicht noch einen Konstantwert, das ist dieser Wert hier mit der 1. Ja? So, und das Ganze auf alle 12 Motoren gerechnet, 480 freie Parameter, viel zu viel, um das irgendwie auch nur händisch irgendwie einzustellen. Ja? Also da müsste man schon ein paar Jahre Expertenwissen anhäufen, um da irgendwie so ein bisschen, das machen auch einige, ja? Da kann man auch viel Erkenntnis draus gewinnen, aber das sage ich euch, ich habe das auch schon durch, das ist ein sehr mühsamer Prozess, ja? Da auch nur Ansatz, einen Teil dieser Menge zu bestimmen. Man kann eine kleine Symmetrieannahme machen, ist ein kleiner Trick. Ja? Man kann zum Beispiel diese Gewichtsmatrix reduzieren, indem man sagt, wenn, was weiß ich, meine linke Schulter den Winkelgeschwindigkeitssensor vom rechten Knie benutzen möchte, ja, dann muss auch die rechte Schulter den vom linken Knie benutzen. Ja? Und damit kriegt man so ein bisschen, forciert man das Ganze auf so ein symmetrisches Laufen für Geradeausbewegungen oder rückwärts, also alles in der Laufachse, in der Sagittalebene. Ist es wunderbar, dann kann ich die Matrix in zwei Hälften hauen, dann brauche ich nur die Hälfte der Parameter zu bestimmen. Aber wenn ich zum Beispiel ein Seitwärtslaufen oder ein auf der Stelle drehen machen würde, funktioniert das schon nicht mehr. So, diese Parameter alle einzustellen, ja, sieht dann ungefähr so aus. Ja, der Mischer hinter Mischpult, der weiß, was das alles bedeutet, ja, der hat Expertenwissen. Aber wenn ich mich da hinstelle, dann, naja, dann so ungefähr stellt sich das Problem dar, wenn man halt irgendwie viele Parameter hat und erstmal gar nicht weiß, was man damit tun soll. Jetzt die Frage, kann uns die Evolution da helfen? Evolution kennt ihr alle aus der Schule. Wir machen quasi Problemlösung mit Versuch und Irrtum und ein bisschen Zufall und so ein bisschen Systematik auch. Und natürlich kann man eine künstliche Evolution bauen. Diese Frage erübrigt sich hier an der Stelle. Eine künstliche Evolution ist, wenn man so will, ein Zyklus aus Probieren, ausprobieren, einen neuen Versuch starten, ausprobieren, einen neuen Versuch starten. Und zwar jedes dieser Controller-Parameter-Sets, ja, die kann ich, wenn man so will, als Zahlen, ist einfach nur eine ganze Reihe an Zahlen. Ja, und die kann ich erstmal zufällig zum Roboter schicken und kann mir angucken, was passiert. Da wird irgendein lustiges Rumgezuckel kommen, ja, der wird auf der Nase liegen, der wird vielleicht irgendwie ein paar Zentimeter voranrobben durch Zufall. Und das war's. In der Simulation kann ich das machen, da fallen mir nicht die Schrauben auseinander und die Kabel zerreißen nicht. Ja, da kann ich ihn quasi quälen, so viel ich möchte. Und wenn er denn ein bisschen was gelaufen ist, ja, dann sage ich, okay, dieser Parametersatz, der ist so und so weit gekommen, ja, der kriegt eine Punktzahl und den packe ich in meine Liste. Und dann probiere ich es wieder mit einem anderen zufälligen. Packe den da rein und wenn ich dann, ich sag mal so 20, 30 angesammelt habe, dann kann ich die in der Liste sortieren, dann kann ich sagen, okay, welche sind denn jetzt die erfolgreichsten gewesen, welche sind jetzt hier in 20 cm gekommen, der hat sich gar nicht bewegt, der ist sogar rückwärts gelaufen. So, und dann nehme ich mir quasi die aussichtsreichen aus der Liste wieder raus, kombiniere die vielleicht ein bisschen geschickt, mache wieder ein bisschen Rauschen drauf und schicke die wieder in die Evolution. Und dadurch kriege ich quasi ein Zyklus aus Versuch und Irrtum. Und wenn ich quasi immer bevorzugt auf die höher gerankten setze, denn so ist die Hoffnung, dass man, wenn man so will, dort aus reinen Zufallszahlen plötzlich einen Motorcontroller herausbekommt, der sinnvolles Verhalten generiert. Hier die Kreuzung habe ich hier so ein bisschen mit Sternchen angezeichnet. Die kann man machen, die ist optional, wenn man so will. Es geht auch nur mit Mutation, dann ist es ein bisschen langsamer. Und je nach Problemstellung, also bei dem Laufroboter, kann es sehr modular aufgebaut sein. Da kann sich eine Kreuzung sehr lohnen. Und da würde man in der Regel nehmen, okay, man nimmt die Hälfte des Parametersatzes von dem einen, die andere Hälfte von dem anderen. So, jetzt ist die Frage, wie bewerte ich das Ganze denn? Was, wenn der Roboter jetzt in einer Simulation da rumspringt, was gebe ich ihm für Punkte? Und ich kann zum Beispiel sagen, die gelaufene Strecke, also gelaufen, am Anfang wird es noch kein Laufen sein, ne? Also die vorangekommene Strecke durch die Zeit, die er benötigt hat, ist die Geschwindigkeit. Und damit würde ich, wenn man so will, Controller erzeugen, die auf Geschwindigkeit setzen, also die möglichst schnell den Roboter voranbringen. Ich kann aber auch auf Effizienz setzen, ich kann zum Beispiel einfach die Motorkommandos aufsummieren und kann die gelaufene Strecke ins Verhältnis zu den Motorkommandos setzen und dadurch bringe ich effizientes Laufen voran. Ne? Wenn der Roboter quasi hinfällt, dann beende ich seinen Versuch, dann darf der nächste versuchen. Wenn er den Weg verlässt, beende ich den Versuch auch, weil man möchte quasi vielleicht erstmal geradeaus laufen lernen, bevor man Kurvenlernen läuft oder sowas. Ne? Und selbst bei Kurvenlernen würde man irgendwie so eine Art Korridor festlegen und wenn er aus diesem Korridor verschwindet, dann muss der Versuch abgebrochen werden, einfach um Rechenzeit zu sparen. Zurzeit glühen die
die Server der Humboldt-Universität ein bisschen mit meinen Simulationen, obwohl glühen, naja, so viele Kerne nützt sich gar nicht. Sie haben sehr viele freie Kerne. So, okay, also jetzt genug erzählt, gelabert. Jetzt hole ich mal wieder dieses Dingens hier hervor. So, also das hier ist der Roboter, habt ihr alle gesehen. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Resultat. Das ist ein Laufen, was auf Effizienz optimiert ist. Dementsprechend hat er gerade wenig Anspruch, schnell zu laufen. Aber er verbraucht dabei, ich sage jetzt mal Anführungszeichen, so wenig es ihm möglich ist an Energie. Ne? Also das ist jetzt ein sehr einfaches Energiemaß, einfach die Motorkommandos aufzusummieren. Ja, das kann man sich überlegen, das kann man auch komplizierter machen, wenn man ein aufwendiges Motormodell hat. Dann kommt vielleicht auch ein bisschen noch eine andere Ästhetik dabei rum. So, wenn ich dieses Verhalten, ich habe hier einfach mal so ein paar Versuche und nicht alle sind wirklich Knorke geworden, ja, deswegen, jetzt würde er anhalten, muss man sich ganz kurz mal überlegen, also wenn man einfach den Controller ausschaltet, dann passiert Folgendes, der Roboter fällt einfach auf die Nase, ja, das heißt, man muss auch einen Controller, der vom Laufen zum Stoppen das Verhalten macht, den muss man auch evolvieren, ja, sonst hat man es nicht, ja, sonst muss man es umschalten. So, was tut er hier? Er fängt wieder an zu laufen. Und jetzt fällt er um. Okay, neu starten. Ja, das wäre quasi jetzt ein Laufen, was ein bisschen mehr auf Geschwindigkeit geht. Das wäre eins, was auf maximale Geschwindigkeit geht. Und es ist sehr instabil, wie ihr seht. Und ihr wisst, was gleich passieren wird. Ja? Na? Uff. Also vorhin ist er wesentlich häufiger umgefallen. Ja, komm. Ach, fall um. Nee, tut er nicht. Er fällt um. Gib ihm noch 10 Sekunden. Es ist zu riskant. Es ist ersetzt. Ja, okay, gut, alles klar. Das war vorherzusehen. So. Ja, also man sieht, ich schalte jetzt hier den Controller nicht um. Ne? Das ist jetzt noch das gleiche Verhalten. Und sobald er auf dem Boden liegt und die Sensor-Inputs ihm keine Oszillationen mehr geben, kommen auch keine Oszillationen mehr an den Motoren raus. Ne? Also wenn man sich diese Controllerstruktur nochmal vor Augen führt. So, das ist jetzt nochmal was Riskanteres, ja, und es ist umgefallen, ich zeige das mal von der Seite, dann weiß man auch, warum er sofort umfällt. Weil er halt so weit mit dem Schwerpunkt nach vorne ist, er hat quasi alles auf Geschwindigkeit optimiert, ja, und wahrscheinlich ist er gerade so durch seine 10 Sekunden Versuchszeit durchgekommen und danach gleich umgefallen. Ja? Also da muss man auch so ein bisschen, man muss da mehrere Evolutionszyklen quasi machen und immer so ein bisschen die Zeit verlängern oder ihm zum Beispiel kleine Steine in den Weg legen, damit es schwieriger wird. So. Rückwärts laufen geht auch so halbwegs, hat irgendwie eine sehr lustige, weil jetzt kann man sich auch vorstellen, dass vorne, also dass auf der anderen Seite der Kopf ist, also das ist so ein kleines Gedankenspiel, den Kopf einfach wegzulassen, denn dann interpretiert man Sachen plötzlich anders, ja, wenn ich das jetzt irgendwie einfach mal so hier hindrehe, weiß ich nicht, ob man da jetzt noch vorne und hinten unterscheiden möchte, das ist nicht wichtig. So, ist wieder ein Stehen. Sowas geht auch, das wäre jetzt ein unsymmetrischer Controller, da kann ich diese Symmetrieannahme nicht machen, ja. Aber erstaunlicherweise findet er die ganz schnell. Aber er ist auch hier nicht so erfolgreich dabei. So, da war wieder so ein Anhalten. So. Andere Richtung geht natürlich auch. So. Mal gucken, ob er das hinkriegt. Moment. So, nochmal. Ja. Also der ist noch nicht ganz fertig, den muss ich noch ein bisschen länger üben lassen, ja, und ihm ein bisschen mehr Zeit geben, denn vielleicht, wenn wir uns das nächste Mal sehen, macht er irgendwie schon Mehrfachrollen oder sowas. Ja? Okay, jetzt gibt es nochmal das Anfangslaufen. Das sind jetzt so ein paar Ergebnisse. Ich habe das auch mit verschiedenen anderen Robotern, auch zum Beispiel was ganz Einfaches, was man, ich sag mal, mit zwei, drei Servos vom Konrad selber irgendwie nachbauen kann. Ich sag mal, einfach nur so einen kleinen Krabbelroboter mit zwei Armen und pro Arm zwei Gelenken. Und da schafft der Controller das auch und hat weniger Parameter, da geht das alles ein bisschen flotter. Ein Humanoider ist noch ziemlich schwer. Ja, da ist allein schon das Stehen am Anfang erstmal hinzukriegen
schon so eine kleine, wenn der sehr, sehr groß und schmächtig ist, ne, und so nicht so, nicht wie bei RoboCup hat man irgendwie vor 5 Jahren noch so Füße gehabt, ja, also da standen die auf Skischuhen, ne, und da sind die halt von alleine nicht umgefallen. Das wird immer mehr reduziert jetzt, ja, so die Fußgröße, und man so langsam merkt man, dass allein stehen schon ein schwieriges Problem ist, ja, wenn man, also ich sag mal, menschliche Verhältnisse von Fußsohle zu Körperhöhe hat, ja, dann ist allein stehen schon ein sehr aufwendiger Task. Ja. Also jetzt nicht so alle Motoren festzurren, ist natürlich einfach, ne, aber so ein elegantes Stehen, was irgendwie, ja, ah, sehr gut. Okay, dann würde ich jetzt einfach mal in die Fragerunde übergehen, weil dann ihr habt bestimmt irgendwie Fragen oder so. Ein bisschen Zeit war auch noch, aber wir können ja auch gleich mal im ist okay. Dann ist es jetzt interaktiver. Gibt es noch eine Abschlussfolie, wie man dich erreichen kann? Oder ansonsten schreib's kurz irgendwo in einem... Ja, ich würde es einfach nachher nochmal weitergeben. Du bist ja noch eine Weile hier, ja, oder? Genau. Perfekt. Ansonsten, warte mal, ich mache einfach nochmal die also ihr könnt mir auf jeden Fall eine E-Mail schicken. Das ist ein bisschen altbacken, ich weiß, aber... Da. Ja, die gibt es auch noch eine Weile. Sehr gut. Habt ihr Fragen? Worin besteht deine genaue Forschungsarbeit oder wie genau forschst du da? Also was, wie koordinierst du praktisch diese Simulation? Also mein eigentliches Forschungsthema ist wirklich Laufen selbst lernen. Ja? Und zwar jetzt nicht in der Evolution, sondern... Wenn man so will, wirklich in einem Endlosversuch, der Roboter nur auf die Wiese ausgesetzt, ja, 5 Tage vom Rechner weggehen, wiederkommen und sich freuen, dass er läuft. Ja. Das ist so das Ziel, was mir vor Augen schwebt. So. Und diese Evolutionsexperimente sind jetzt, wenn man so will, um für die Verfahren, die ich selbst erforsche, möchte ich erstmal Daten haben. Ich brauch massiv Daten. Ich muss erstmal wissen, ob diese Controller, die ich mir ausgedacht habe, ob die überhaupt das leisten können. Ja, und dafür ist Evolution super, weil da kann ich einen speziellen Controller für Vorwärtslaufen, Rückwärtslaufen, links, rechts, oben, unten, ne, also quasi machen. Und dann habe ich erstmal eine kleine Bibliothek an verschiedenen Verhaltensweisen, die ich studieren kann und kann daraus dann Schlüsse ziehen, auf wie komme ich denn über einen ganz normalen Lernzyklus, so wie kleine Kinder, wenn man so will, lernen, nur stark abstrahiert natürlich, ja, im wissenschaftlichen Sinne, wie komme ich denn dahin? Und das ist jetzt, wenn man so will, alles von mir handprogrammiert. Der physikalische Simulator natürlich nicht. Den kann man, das ist hier die Open Dynamics Engine, die kannst du dir runterladen und irgendwie mit einer 3D-Rendering-Engine zusammenbauen. Und dann hast du quasi deinen Physiksimulator oder du greifst auf irgendwas, was das schon kann, fertig zurück, Gizmit oder sowas. Ja, und aber die ganzen Programme, die, wenn man so will, den Roboter selbst steuern, die sind alle quasi selbst gemacht. Und da liegt, wenn man so will, so mein Forschungsthema drin, wie kriegt man das hin, dass er möglichst von, ohne viel einzugreifen, von selber laufen lernt. Ja. Möglichst unabhängig von der Roboterarchitektur. Also ich habe euch jetzt hier den Vierbeiner gezeigt, aber ich möchte das halt quasi, ob das jetzt so ein Krabbelroboter oder ein Zweibeiner ist, völlig egal. Ja, das. Gibt es weitere Fragen? Ansonsten hätte ich ja die Frage, was passiert eigentlich, wenn du die Schwerkraft da ausschaltest bei dem Roboter? Lernt er schneller laufen oder langsamer? Gar nicht. Na, ausschalten, dann wird er vermutlich nicht vorankommen. Also wenn er quasi im Raum schwebt und es ist ja keine Flüssigkeit, an der er sich abstoßen kann, wie beim Schwimmen oder sowas, dann, wenn nichts im Raum ist, dann macht er so ein bisschen Gezappel und das war's. Ne? Also je nachdem. Aber ich hatte auch, vielleicht kann ich das gleich noch raussuchen, das ist ein sehr lustiges Beispiel. Wenn ihr mir eine Minute gebt, ja? Denn, ja, habt ihr noch Fragen in der Zeit? Genau. Wir auch alle Glück gehabt, dass wir nicht auf der grünen Wiese laufen lernen mussten, sondern irgendwelche Leute hatten, an denen wir uns hochziehen konnten oder abschauen. Genau,
du hast jetzt gezeigt, wie der Roboter quasi selber lernt anhand von bestimmten Metriken. Wir Menschen lernen ja, indem wir halt andere Leute abgucken. Ja, okay, meine Mutter, mein Vater läuft so, also funktioniert das offenbar. Ja. Gibt es da auch Forschungsthemen, dass man dann sich anguckt? Okay, ja. Imitation Learning ist auch ein ganz... ganz großes Thema, zumindest zu meiner Zeit, als ich quasi so da muss ich jetzt so ein bisschen aus meinem Gedächtnis holen, dass ich weiß, ich kenne nicht die aktuellen Arbeiten bei Imitation Learning, aber da wurde viel mit Spiegeln gemacht, da wurde der Roboter vor einen Spiegel gestellt, ja, und hat sich teilweise oder einen anderen Roboter abgeguckt, mit der Kamera Bild analysiert und dann die Segmente und hat halt versucht, irgendwie die Bewegung nachzumachen, setzt allerdings auch erstmal voraus, dass man irgendwie so eine Art internes Modell hat von sich selbst, ja, ob man das jetzt selber lernt oder ob man das jetzt irgendwie reinpackt, sei jetzt mal dahingestellt, ne? Aber du musst ja irgendwie quasi das, was du siehst, mit dem, was intern du von dir hältst, irgendwie matchen. Ich habe jetzt hier, das ist ein komplett modellfreier Ansatz, ne? Also ich sage wirklich nur Sensoren, Motoren, Gewichtsmatrix dazwischen, fertig ist der Lack. So, also das ist so das Basalste, was man machen kann. Ja? Wenn man jetzt hier ein Modell reinstecken würde, beziehungsweise während, das ist auch, was ich vorhabe, durch diese verschiedenen Laufbewegungen, Modelle erstmal lernen zu können. Was sind denn quasi sinnvolle Modelle von mir selbst, die so diese ganzen Bewegungen überhaupt abdecken können? Ja? Und da kann man dann auch viele Rückschlüsse draus ziehen, ja? wenn man so ein Modell hat. Und jetzt hier voneinander abgucken, naja gut, kann man implementieren. Ist jetzt nicht so meins, aber kann man machen. Ja, wird auch gemacht. So, dann würde ich euch jetzt mal kurz was zeigen. Dieser Roboter hier, der möchte gerne auf der Stelle drehen, und wer jetzt am Anfang das gesehen hat, was er gemacht hat, er hat quasi sich erstmal auf den Kopf gedreht, ja, wo die Arme ein bisschen höher liegen, und er kommt eigentlich mit den Armen kaum noch auf den Boden. Das ist so ein bisschen wie so ein Mini-Breakdancer. Ja, warte mal, ich lasse es nochmal kurz laufen und dann mal kurz. So, was jetzt passiert? Zeitlupe. Er dreht sich auf den Kopf und schwingt eigentlich nur noch mit den Armen durch. Ja, also ab und zu kommt er noch mal so auf den Boden. Aber er versucht, wenn man so will, eigentlich nur durch Drehimpulse, wenn man so will. Ja, oder, gut, dieses Beispiel hat jetzt hier, jetzt kommt er wieder auf Fahrt. Wird dann Fliehkraft auch simuliert von dem Programm? Ja. Es ist eine ganz normale Physiksimulation, die ist, ich sag mal, für diese Art von Zwecken hinreichend. Jetzt hier sieht man, dass er eigentlich kaum noch den Boden berührt und eigentlich nur durch geschickt koordiniertes Wirbeln mit den Armen diesen Drehimpuls erzeugt. Ja. Und würde man, ja, das ist, von 10 Ergebnissen sah eins so aus, die anderen sahen alle ganz gemütlich so auf der Stelle gedreht. Ja. Also die Evolution findet da halt dann auch irgendwie Sachen, mit denen man selbst irgendwie gar nicht gerechnet hätte. Ja. Man kann es jetzt als lokales Maxima bezeichnen, ja, und es irgendwie in die Schublade tun, aber ich hebe die Dinger immer gerne auf, weil das ist, ja. Okay, alles klar. Dann verabschieden wir uns mit dem breakdancenden Roboter und sagen ja. Danke, Matthias. Ja, bitteschön. Gut, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung.